Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder auf dem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Und ja, da Skill-Based Matchmaking in Warzone offensichtlich drin ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, Digga, du nimmst jetzt einfach mal eine Klasse, mit der gefühlt keiner spielt, versuchst damit einen Win zu holen. Und zwar habe ich mir ein Einsatzschild geschnappt, einen Raketenwerfer und zusätzlich habe ich noch den Jäger-Skin ausgewählt, besser bekannt als Oleg. Und was ist besser als ein Einsatzschild? Richtig. 3 Einsatzschilder. Ich habe das Ganze mit Aquas Gaming und Packer aufgenommen. Checkt sie auf jeden Fall ab. Werden natürlich in der Beschreibung verlinkt sein, beziehungsweise vermutlich auch in den Kommentaren. Es macht echt wirklich Spaß, einfach mal nicht zu tryharden, jede Runde komplett durchzuschwitzen und einfach mal anders zu spielen. Und deswegen testet das Ganze. Ich hoffe auf jeden Fall, ich kann euch mit dem Video unterhalten. Falls ja, lasst doch gerne nach dem Video einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Warzone-Klassen-Setup allgemein Modern Warfare-Videos verpassen wollt, lasst auch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich echt mega freuen. Bevor es jetzt wirklich losgeht, ich wollte nur mal kurz Bescheid sagen, ich bin mittlerweile MMOGA-Partner. Das heißt quasi, ihr könnt mich supporten, wenn ihr auf MMOGA was kauft. Das Ganze könnt ihr dann über meinen Link in der Beschreibung machen. Dort könnt ihr euch dann PSN-Guthaben teilweise ein bisschen günstiger kaufen, Xbox-Guthaben. Wenn ihr mich supporten wollt und euch eh irgendein Guthaben kaufen wolltet, macht das gerne über meinen Link, wie gesagt. Und jetzt genug Werbung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Einsatzschild, Raketenwerfer. Ernsthaft jetzt? Ja, ja, wir machen richtig diesen Abfuck-Move. Okay. Alter, wie das aussieht, ne? 3 Omelets. Feuer. Links, er kommt durch. Schön. Oh, so Jungs, let's go. Oh. Okay. Lass hier drin campen. In irgendeinem Haus. 27 Meter, die kommen auf uns zu. Ist schon close, ne? Komm Jungs, die holen wir uns. Einer unten. Ist auch noch einer. Ist er drin? Hier sind zwei. Ein K.O. Noch einer. Zwei K.O. Einer ist hier, Klaus bei mir. Holt ihn euch, Jungs. Let's go. GG, lief gut. Lass Struck nehmen. Oh, K.O. Oh, hinter uns auch noch, Jungs. Digga, die Zone ist wieder absolut mies. Ich sehe schon, die Zone endet einfach im Stadion, sodass keiner irgendwie gewinnen kann. Außer die Leute, die vielleicht zufällig auf dem Stadion sind. Komm schon, steigt ein. Und go. Direkt vor uns, Jungs. Direkt vor uns. Oder links, rechts. Vor uns, direkt vor uns. Rechts, 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 rechts. Im Busch. Aussteigen. Einer K.O. Hier in der Straße. Lass ins Haus. Close. Lass mich rein. K.O. Hab einen K.O. Einer K.O. Let's go, Jungs, let's go. Schneller Struck nehmen. Komm weg, Jungs, weg, Jungs. Wir müssen einfach weg. Lass hier aussteigen. Komm, Jungs. Fuck. Von rechts kommen auch noch welche. Schild break auf links. Close. Im Truck. Ich lebe noch. Schade, Platz 5. Einfach gefühlt mehr Kills, als wenn wir normal spielen. Ist so, Digga. Digga, hier landen halt echt alle. Sie gehen alle zum Shop. Bin sowas von tot. One-shot im Haus. Ah! Er dauert mich. Hab ihn. Oh Mann, guter Start, Jungs. Ah, er hat unsere Taktik. Ich laufe außen rum. Okay, Team down. Er ist oben. Ah! Okay, er dauert mich direkt. Was? Lächerlich. Er hat mich nicht mal gesehen. Ich war nicht mal auf seinem Bildschirm, er schlägt mich, ich bin tot. So, danke, Jungs. Ah ja, die sind im Gulag. Okay, ich komm. Ich wurde auch gesniped, Digga. Wir sind absolut die besten Sniper. Er ist hier. Oha, er hat so einen Headshot kassiert. Es passiert zwar die ganze Zeit nichts, aber es ist trotzdem mehr Spannung als im Multiplayer, als in normalen Team Deathmatch Shooten. Lass entspannt, Mann. Lass sie machen. Hat er mich gesehen? Er hat mich gesehen. Er schießt einfach drauf. Einer auf der Brücke, ja genau. Einer ist hier unten. Über euch. Ich brenn. Komm schon. Let's go. Ah! Belastend. Ja, fuck. Okay, dritter Versuch. Let's go. Warte, jetzt, wenn die erste Zone kommt, hört man das Zombie-Geräusch, ne? Ja. Ich hab's im Video gesehen, aber das selber noch nie gehört. Oha, halt echt. Okay, ihr habt davon gar nichts mitbekommen. Der nächste Schritt, wir wollten uns eine Ausrüstungslieferung holen und ja, könnt euch. Es macht gar keinen Sinn, dass im Solo-Modus
die Kiste genauso viel kostet wie im Trio-Modus. Was soll ich noch holen? Haben jetzt zweimal geholt. Das war's komplett, Digga. Das kommt ins Video. Okay, wohin, Jungs? Wohin? Okay, sie haben uns gesehen. Hier ist einer. Ja, lass schnell durchziehen. Sollen wir versuchen, Farmland rüber zu gehen? Ja, versuch. Lass es direkt. Nicht? Okay, lass hoch. Okay, da hinten sind Gegner. Hoch. Jungs, vor uns, Klaus. Komm. Ja, ja. Kommt einer von oben. Oh, lass durchziehen. Lass hinten rum durchziehen. Ja. Müssen hier weg. Die Scheune ist absolut mies. Müssen durchziehen. Ich bin im Klo. Hab einen, go. Noch einer. Ah, Sheep Break. Oh, ja. Er kommt. Hilfe. Lass ihn hatten. Jawohl! Let's go! Alter, wie behindert wir gepusht haben, ne? Er ist hier oben, Jungs, komm. Ah, haut ab. Ich hab einen K.O. gemacht. Er kommt hier. Hauptstraße, er rennt weg. Er rennt vom Schild weg. Ich komm zu euch. K.O. Los, Jungs. Bitte. Er downt mich direkt. Zieh am besten rechts durch. Zieh einfach durch. Ah, schade, Digga. Fünfter Platz schon wieder. Die nächste Runde ist auf jeden Fall auch sehr lustig geworden, denn mitten in der Runde ist einfach Pacos PC abgeschmiert und er war einfach nicht mehr im Discord-Chat und gönnt euch einfach, was passiert ist. Viel Spaß. Kommt der Heli? Ja. Tote, einer springt raus. Ja, ist rausgejumpt. Ah, ist auf dem Dach. Der andere ist hier. Der andere pusht, glaube ich. Der pusht. Raketenwerfer. Ich mache jetzt die Q-Play irgendwie andersrum. Hier ein bisschen Schutz für dich? Ja. K.O. Wo ist der andere? Ich hol ihn. Der ist immer noch da. Einen habe ich. K.O. Hast du ihn? Nice. Ach, das wird die letzte Karte. Land oben da. Marco? Oha, ich glaube, ich würde dich halt echt nicht sehen. Komm, Jungs. Oh, wir müssen los. Ich geh raus, ja. Ja, Paco muss auch raus. Paco bleibt drin. Paco bleibt. Okay, er muss jetzt irgendwie runter vom Dach. Oh, da ist einer! Oh, er ist direkt über mir im Fenster. Er revived sich auch gerade selber, glaube ich. Er hat sich revived. Ein K.O. Ein eliminiert. Das ist so fucking unfair. Nein, Esmin. Ah, fuck. Uff, let's go. Ich weiß nicht, wie ich ihn bekommen habe. Er ist, glaube ich, gerade einfach selber gestorben. Digga, Paco. Warum bist du nicht aus dem Heli raus? Ich hab nicht drauf geachtet, Alter. Ich war in meinem Kopf nur am Monitor dran und dann sehe ich so, huch, hab ich doch ein Schild am Rücken oder ist meins weg? Du hast ein Schild am Rücken. Hä? Wieso kann ich nicht Waffe wechseln? Du hast kein Schild, du hast nichts. Wo ist dein Schild? Okay, wir werden gejagt, Digga. Das ist RIP. Drogen. Warte, ich guck mal von wo. Vermutlich von hier. Oder hier. Oder hier. Guter Call. Ja, die kommen von hier, die Richtung. Einer in meinen Klemmer reinkommt. Ein Shieldbreak. Noch einer. Komm. Einen eliminiert. Ich werde zerbombt. Ein K.O. Einer break. K.O. Bestätigt. Vor uns. K.O. Auf dem Dach, ich kann nicht raus. Ah, fuck. Zurückziehen. Nein. Ah, nein. Direkt unter uns. Oh, von oben. Wir müssen eigentlich nur fliegen und dann mit RPG die wegholen. Komm, die kommt. Okay,
Okay, die kommt absolut nicht. Ich sehe leider niemanden. Ja, alles gut. Und mir leckt's. Ich bin rausgeflogen. GG. Warum? Danke an der Stelle nochmal an Call of Duty. So, was jetzt kommen wird, ist unsere beste und spannendste Runde. Ich kann bis heute nicht glauben, dass das wirklich funktioniert hat. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr im Squad spielt, testet einfach das Ganze mal. Es ist echt lustig, man sollte nicht einfach das Ganze zu ernst nehmen. Der Spaßfaktor sollte auf jeden Fall im Vordergrund stehen. Und das ist ein bisschen schwierig, wenn man nur tryhard muss durch Skill-Based Matchmaking und jede Runde sich einfach gefühlt gleich anfühlt. Und jetzt viel Spaß mit unserer letzten und auch besten Runde. Let's go. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Okay. Perfekt. Über uns? Schnell, fliegen. Unter dir. Ah! Wir haben Heli, schießen wir auf Heli, Paco. Wo denn? Unter uns, Klaus. Warte, 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 jetzt. Das Auto unten ist noch kaputt, ne? Ich hab, ja, da. Let's go. Let's go! Oh, let's Triple! Go. Jemand sniped auf mich und landet auf der Straße. Okay, wir werden sniped. Easy, easy. Hast du Trap im Visier? Eine von euch, perfekt. Ich scanne mal. Alle unter uns. Einer Trap. Hinter uns jetzt. Er ist close, direkt unter uns. Ja, ich bin zwei, will ihn wiederbeleben. An den Teppich. Jetzt Jungs, wir müssen. Ich hab keine Rakete mehr. Hier rein. Tür zu, wieder hoch. Schade. Bin da. Jungs, wenn wir das so gewinnen sollten, war es das auch wieder komplett. Ohne Munition ist schwierig. Ja, die chillen oben. Legit. Komm, wir müssen irgendeinen tot knüppeln. Vielleicht haben die noch Raketenwerfer, Muni. Einer. Der ist hinter uns links. Er ist hier drin. Jungs, er hat sich selber gekillt. Mit RPG. Wow. Ich hab wieder Muni. 4 Schuss. Wo, habt ihr? Ja. Lass hier rechts move. Fuck. Oh, wenn der Heli in die Luft geht, Alter. Oh, wo? Links oben am Fenster. Hab ihn. Team go. Lass schnell zum gelben Haus. Die sind hier, sind hier. Ja. Jungs, zusammenbleiben. Im Haus? Ja, chill. Ich hab keinen Dings mehr. Ja. Sollen wir zum Haus move? Da ist eine Rakete rein, oder? Der ist am Fenster, der ist am Fenster. Ja, 3, 2, 1, go. Go, rein. Direkt, let's go. Boom. Er ist da. Jetzt. Let's go. Sauber. Let's go. Ja! Let's go. Was? Wir haben gerade nicht mit Schild und RPG eine Runde gewonnen. Was? Ja. Was geht YouTube? Was gerade nicht passiert, oder? So, das wäre es jetzt von dem Video. Es hat halt einfach funktioniert. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben nach. Falls ihr noch andere Challenges habt, schreibt die auch gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Videos in Zukunft verpassen wollt, lasst auch gerne kostenloses Abo da. Road to 2,5k ist da nochmal. Das wäre es von mir, Leute. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.